Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe, ihr auch. Hi! Wenn das nicht anders ist, danke, dass du vorbeischaust. Okay, fürs Vorbeischauen heute gibt es ein kreisrundes Geschenk. Amüsiert euch gut. Ja, dann hoffe ich mal, dass es heute mal wieder ein bisschen besser klappt, nicht so wie die letzten Tage, wo man dann immer so ein bisschen ausprobiert und wieder Blödsinn macht und ihr habt es ja gesehen. Ach ja, besonders wenn man einen Kran komplett haben könnte und dann trotzdem fehlt. Der würde sogar es als Pokémon-Kran anbieten, ja. Aber erstmal wie immer durchgucken, ihr wisst es ja. Erstmal die ganzen vier runden Kräne verschwinden lassen. Oder ich muss endlich mal den Bobby da hinten kriegen. Ach ja, ihr kennt es ja. Aber es sind auf jeden Fall heute wieder Kräne da, die man Stück für Stück wieder komplettieren kann. Den habe ich komplett. Dass man dann zumindest heute vielleicht wieder einen Kran komplettieren, es sei denn, ja, ich mache wieder irgendwas falsch oder versuche viel zu viel Risiko. Genauso wie den hier. Ach ja. Ja, alles Kräne, die man schon mal hätte spielen, also hat schon mal gespielt haben und dann trotzdem gefehlt. Stimmt, die könnten wir auch greifen. Wo man natürlich hier gucken muss, dass wenn man hier reingreift, dass man dann sie nicht vielleicht umwirft und sie kann gar nicht bekommt. Dass man vielleicht sogar eher hingeht hier eine Runde, dass man hier so reinkommt, so knapp, und dann hier so reingreift, dass halt sie nicht nach links fallen kann. Auf jeden Fall haben wir heute viel Auswahl. Da muss ich gut überlegen, was ich spielen möchte. Auf jeden Fall. So, selbst sowas hier könnte man spielen, dass man halt irgendwie gemütlich hingeht und hier links dann die Marken greift, wobei man hier wohl schwierig an Quappo kommt, solange halt hier die anderen Marken im Weg liegen. Aber das muss man auch sehen, weil ich habe mich unbedingt Bock auf links und rechts bewegen. Das hat man bestimmt schon in den letzten Tagen so ein bisschen gemerkt, zumindest was solche langen links und rechts Bewegungen angeht. Aber man dann trotzdem immer wieder darauf zurückgreift irgendwie. Aber gut, dann gucke ich schon mal genau durch, was ich spielen möchte. Also bis gleich. So Leute, ja, ich möchte den Kran nochmal spielen. Und zwar möchte ich diesmal versuchen, ihn, ja, den großen Hammerbruder mit einem Griff zu bekommen. Was vermutlich sehr schwierig sein wird. Ich habe jetzt mir meine alten Parts nochmal angeguckt. Und habe dabei festgestellt, dass ich einmal versucht habe, hier so reinzugreifen. Oder eher gesagt, als ich ihn auch beim Training gespielt habe. Wenn man aber hier die beide gleichzeitig greift, dann macht es nicht viel Sinn. Weil man halt natürlich die nicht hochheben kann. Und beim richtigen, also als ich einmal richtig gespielt habe, habe ich halt hier bei dem angefangen, der dann halt hochgehoben und hier wieder runtergefallen ist. Und dann habe ich ihn hier falsch gegriffen. Und ja, und dabei sind dann halt, also ich habe eher gesagt, die versucht die beiden zu greifen. Dabei ist halt dann eher hier wieder drunter gefallen. Heißt, normalerweise ist es ein 4-Runden-Kran. Aber ja, sollte das nicht klappen, was natürlich auch nicht so wild wäre, dann habe ich immer noch Alternativen, die ich in 1 oder 2 Runden spielen kann. Deswegen möchte ich halt trotzdem ausprobieren. Und dann möchte ich halt echt mal gucken, dass ich hier nicht ihn so rein runterdrücke, dass er dann so runterrutscht und dass halt wirklich hier so knapp reingreife. Dass dann halt, wenn er hier so nach, na ja, ich hoffe halt, dass er nicht mit dem Gesicht nach links fällt, sondern halt eher nach rechts. Dass er dann, upsala, dass er dann so, wie er da gerade steht, dann auch so gegriffen wird. Ist natürlich ein bisschen Glückssache dabei, aber gut, wie gesagt, ich muss den gerade auch irgendwann komplettieren wollen und ja, gucken wir einfach mal. Das war ein bisschen mittig. Na, aber den müsst ihr doch haben, oder? Bitte, bitte, nicht fallen lassen. Okay, er hat ihn rechts fallen lassen, was mich eigentlich überhaupt nicht stört, bin ich ganz ehrlich. Bin ich ganz ehrlich. Okay, gut. Dann Klappe halten und den Bobby links greifen. Nicht zu weit. Bitte halt den, hol ihn dir auch. Na, greif an den Ohren. Okay. Weil das Schöne ist ja wirklich hier, dass er hier so umgefallen ist dabei. Puh, okay. Okay. Es hat gut geklappt. Es hat gut geklappt. Wie gesagt, den Hammerbruder habe ich schon. Jetzt müssen wir beim Training nur eine Runde bekommen und den dürfte man ja eigentlich locker greifen. Also das sollte ja echt kein Problem sein. Ah, okay. Ich bin ein bisschen erleichtert, aber ich bin noch erleichtert, ja, noch viel mehr erleichtert, wenn ich ja, ja, wenn ich dann den Bobby habe. Okay, gut, Bobby, dann lass uns mal durch hier, damit wir dich dann später greifen können. Go, go, go. Hier ist heute das Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Und ja, ich bin froh, weil egal was wir machen, wir kriegen eine Runde. Das ist so die Sicherheit. Aber ich denke mal, dass der Kran hier relativ selbstverständlich ist, wenn man versucht, hier von links anzufangen. Dass man halt Mike greift und dann sich zu Cat und Anna arbeitet. Dann muss man halt nur gucken, ob halt hier Tony heißt der, glaube ich, gell? Und Dr. Silgor. Ich habe halt sehr lange WarioWare Touch gespielt, deswegen sind mir so die Namen im Kopf geblieben.
Aber okay, gut, dann gucken wir mal, dass ich die Maiko direkt kriege, weil ich scheine beim letzten Mal den nicht wirklich bekommen zu haben, weil ich habe ja nur Destiny irgendwie gekriegt. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ja, das dürfte doch eigentlich gut passen, wenn er ihn auch wirklich rüberhebt. Wäre natürlich auch klasse, wenn er ihn die komplett rüberschiebt, aber ja. Das Schöne ist ja, das ist Eis, deswegen müssen eigentlich nur die Marken hier rausgezogen werden und dann passt das eigentlich schon. Aber ich werde trotzdem halt von links nach rechts anfangen, deswegen greife ich mir Cat oder Anna. Ich weiß halt nur nicht, wer ist. Die unterscheiden sich halt nur in der Haarfarbe und halt, die eine hat einen Zopf, die andere zwei. Wobei ich eigentlich schon gucken muss, ob der die überhaupt festhält. Na, okay, ich bin damit eigentlich schon fast zufrieden. Ist jetzt natürlich die Frage, ich glaube, ich werde mir Toni greifen. Ja, ich glaube, das macht Sinn, dass ich die vielleicht nach unten drücke und der dann halt an seinem Afro gegriffen werden kann. Dass halt vielleicht auch, die gleich mit rüberrutscht. Aber ich glaube, die bleibt eher hier in der Lücke hängen, oder? Ja. Leider. Heißt also, dass ich die Marken hier trotzdem einzeln greifen muss. Aber wie gesagt, nicht so wild. Ich bin froh, wenn ich den Bobby kriege. Alles andere ist mir egal. Ach ja, weil ich habe den Kran jetzt schon, das ist das dritte Mal, dass ich ihn spiele und ich hatte auch einmal beim Training und es hat so oft nicht geklappt, weil jedes Mal der Hammerbruder so schief umgefallen ist oder ich halt ihn nicht richtig gegriffen habe, dass ich dann am Ende gar keine Chance hatte, überhaupt an den Bobby dran zu kommen. So, das ist natürlich eine ganz sichere Marke. Wenn man Marken so greifen kann, dass sie wirklich in die Ecken vom Greifer gehen, dann hat man die sicher. Es sei denn, sie fallen halt wieder zurück an die Stelle. Na komm, fall runter. Das wäre jetzt auch wieder so eine Sache gewesen, wenn das halt kein Eis wäre. Aber ich glaube, wenn das kein Eis wäre und so eine kleine Lücke, dann wäre das fast schon unfair, wenn man versuchen würde, das zu holen. Okay, ich habe noch einen Sicherheitsbone-Elkro. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der Bobby möchte unbedingt, dass ich seine Pixel-Version kriege. Okay, gut, Bobby. Dann lass mal durch. Go, go, go. Dann kann ich ja zum Glück einmal failen. Ach ja, komm, go, go. So, Leute, da sind wir und lange Rede, kurzer Sinn. Einfach Bobby greifen und den Krank kompetieren. Ach Mann. Den dürfte ja eigentlich festhalten. Jetzt bin ich wieder perfekt an die Wand gekommen, habt ihr es gesehen? Wenn ich nicht unbedingt drauf hoffe, aber gut, ich habe auch wirklich bin ziemlich lange nach links gegangen. Na komm, hol ihn dir. Alles klar. Bin ich froh, dass mich der Hammerbruder nicht mehr interessiert. So, jetzt habe ich zwei Kräne. Ich habe einmal hier diesen Kran hier, wo ich glaube ich schon mal versucht habe, hier so reinzugreifen. Also ich meine, die Tasse brauche ich nicht drum zu kümmern, die gibt es in einem anderen Kran. Dass halt hier nur ein Elefant runtergefallen ist. Oder ich hole mir einfach bei Zelda, ja, ich versuche einfach beim Zelda-Kran mir die eine Frau da zu holen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich hoffe halt auch, dass ich sie kriege. Ist halt jetzt echt die Frage, soll man halt wirklich hier versuchen, mittig reinzugreifen? Oder soll man gucken, dass man vielleicht hier so reingreift? Ne, so reingreifen sollte man nicht machen. Nee. Ich versuche einfach mittig zu greifen. Wenn ich sie nicht kriege, weiß ich es für das nächste Mal. Dass ich dann halt hier erst den Ritter greife und dann halt hier so knapp die Frau. Aber ja, einfach mal ausprobieren. Na, nicht am Gnomen hängen bleiben. Okay, die dürfte haben. Komm, heb die rüber. Nicht runterwerfen vorher. Okay, dann bin ich ja froh, dass es heute richtig gut geklappt hat. Ja. Erst ewig wieder, ja gut, was heißt ewig? Ist natürlich, für mich ist jeder Tag eine Ewigkeit, dass ich mal keinen Kran kompetiere und dann heute wieder zwei Stück. Passt doch. Und genau aus dem Grund hebe ich mir immer solche einzelnen Kräne auf, damit ich die nicht zuerst spiele. Immer zuerst den schwierigeren spielen, damit man halt zumindest die Chance hat, mal auch einen Kran zu spielen, den man halt, also zu kompetieren, den man in mindestens drei Runden spielen muss. Bin ich froh drum. Aber gut, Bobby. Dann lass uns mal zu unserer Sammlung. So, und da haben wir ihn. Irgendwie kommt mir das Bild bekannt vor. Ja, das kommt mir sogar richtig bekannt vor, weil davon gibt es auch einen Super Mario Bros. Kran, der genauso aufgebaut ist, nur dass statt halt Hase Bobby, Mario dabei ist. Aber es gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut, weil wieder einen Schritt näher zu... Was machen die denn hier im Thronsaal von Prinzessin Zelda? Komm Link, bekämpf mal die Gegner hier. Also was mich auf jeden Fall freut ist, dass das wieder einer von den Super Mario Bros. Kränen ist, der mir ein bisschen Sorgen bereitet hat und ich ihn jetzt auch endlich komplett habe. Wieder ein Schritt näher zur kompletten Super Mario Bros. Sammlung. Problem wird halt nur sein, ich hoffe halt wirklich, dass in Richtung Weihnachten die ganzen Weihnachtsmarken wiederholt werden.
damit wir halt auch die Chance haben, diese ganzen Weihnachtskräne zu kompetieren. Weil es gibt ja nicht nur Super Mario Bros., sondern auch andere Kräne wie Niki, wie Pokémon, wie Splatoon gibt es, glaube ich, auch als Weihnachtsmarken. Oder war das wieder was anderes? auf jeden Fall gibt es noch eine Ashley-Marke davon. Aber gut, ja. Dann hoffe ich, dass euch der Papier gefallen hat. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt. Auf meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wo euch das Training abgelaufen ist. Also ich denke mal, dass man es auch in weniger als 5 Runden schaffen kann. Dass ich halt nur ein bisschen Pech hatte, wie sich die Marken halt leicht verkeilen. Aber ich denke mal, dass die Lücken damit Absicht sind. Dass halt dadurch, dass das Eis ist, nicht alles gleich runterrutscht. Aber gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.